Mein Name ist Elke Moder und ich komme von der Mittelschule Thalmessing. Wir beschulen insgesamt 320 Schüler von den Klassenstufen 1 bis 9 und ich unterrichte überwiegend in den Jahrgangsstufen 7 bis 9 in allen Fächern bis auf Religion und Musik. Unser Schulmotto lautet Stärken stärken durch eigenaktives Handeln und im Zuge dieses Mottos binden wir unsere digitalen Medien ein. Wir verwenden an unserer Schule interaktive Touchscreen-Wände. Wir benutzen PCs in allen Klassenzimmern. Die Klassenzimmer sind alle miteinander vernetzt und wir haben zusätzlich 20 Schoolpads, ähnlich iPads, die die Schüler an jedem Ort und zu jeder Zeit verwenden können. Bei dem Thema Umgang mit Vielfalt eignet sich der Einsatz der digitalen Medien besonders gut. Bei uns an der Schule sind alle Kinder Inklusionskinder. Wir sprechen hier nicht von Kindern mit Behinderungen oder mit Handicaps, sondern wir sehen, dass alle Kinder mit ihren Stärken und Schwächen zu uns kommen und wir sie individuell fördern müssen. In diesem Zug nutzen wir die digitalen Medien, denn wir haben durch das IT-System die Möglichkeit, jedem Schüler eine Benutzeroberfläche einzurichten, die es ihm ermöglicht, ganz individuell in den Fächern Mathe, Deutsch, Englisch, GSE, Lernsoftware zu verwenden. Und wir versuchen, jedem Schüler eben ganz individuell diese verschiedenen Programme einzurichten. Des Weiteren nutzen wir von der Firma Smart ein Response-Abfragesystem, mit dem können wir den Schülern Fragen stellen zu einem bestimmten Thema und die Schüler können wie Art bei Wer wird Millionär mit so einem Klicker versuchen, die Fragen zu beantworten und erhalten somit eben direkte Rückmeldung, was habe ich richtig, was habe ich falsch, wo muss ich noch üben, was muss ich noch verbessern, was kann ich schon recht gut. Durch diese verschiedenen Möglichkeiten der digitalen Nutzung können die Schüler auch nicht nur an einem Ort im Klassenzimmer lernen, sondern die Schüler können an verschiedenen Orten im Schulhaus sich aufhalten und diese verschiedenen digitalen Medien nutzen. Bei uns sieht Unterricht so aus, dass wir natürlich ganz normalen klassischen Unterricht machen. Wir haben auch Frontalunterricht. Wir können auch natürlich nur Themen einführen, wenn der Lehrer da den Takt vorgibt, aber um anschließend den Schülern die Möglichkeit zu geben, zu üben, benutzen wir diese digitalen Medien, damit jeder Schüler dort einsteigen kann, wo er eben Übungsbedarf hat. Heißt jetzt ganz konkret, ich hatte eine 5. Klasse in Englisch und ich habe versucht, eine Sache einzuführen und im Zuge oder vielmehr nach der Einführung war es möglich, dass jeder Schüler ganz individuell mit dem Übungsmaterial, was ich ihm zur Verfügung stelle, eben auch mit digitalen Medien, mit diesen Schoolpads, mit diesem IT-System, konnte jeder Schüler dort einsteigen und üben und arbeiten, wo gerade sein Iststand ist. Zum Schluss müssen natürlich, wird er irgendwo alle auf den gleichen Sollstand gebracht werden, aber für den Schüler ist es natürlich besser, wenn er dort üben kann, wo er üben mag und wo er üben muss. Der Einsatz der digitalen Medien hat uns unheimlich vorwärts gebracht, denn nur so können wir jeden Schüler individuell dort abholen und ihm Möglichkeiten geben, verschieden zu lernen. Der Einsatz der digitalen Medien macht aber nur dann Sinn, wenn wir uns als Lehrkräfte überlegen, wo er denn auch seinen didaktisch richtigen Ort hat. Denn früher, als der Overhead-Projektor aufkam, hat man den ja auch nicht den ganzen Tag laufen lassen, sondern man hat ihn eben nur dann verwendet, wenn es Sinn macht. Und genauso ist es eben bei iPads, den iPad-Klassen oder bei unseren Schoolpads oder eben bei einer PC-Nutzung. Es macht nur dann Sinn, wenn man sich vorher überlegt, hat es einen Mehrwert für den Schüler und kommt er mit seinem Lernen dadurch besser voran. Digitale Medien sind für uns wichtig, weil individuelles Lernen an jedem Ort und zu jeder Zeit stattfinden kann und vor allem bei dem Thema Umgang mit Vielfalt es wichtig ist, dass Schüler mit und ohne Handicap gemeinsam lernen können.